Herzlich willkommen bei Wandern für Genießer. Wir sind heute unterwegs in der wunderschönen Wachau und wollen hier von Dürnstein nach Krems auf dem Welterbesteig wandern. Damit wir untertags unabhängig sind, fahren wir zuerst mit dem Schiff von Krems nach Dürnstein. Von dort beginnt dann unsere Wanderung. Hier schon der berühmte Blick auf die Ruine Dürnstein. So, wir erreichen jetzt bald die Schiffsanlegestelle Dürnstein. Wir wollen uns vorher noch kurz ein bisschen den Ort ansehen, bevor wir auf die Burgruine hinaufwandern. Ja, Dürnstein ist vermutlich die schönste Stadt der Wachau, hat ungefähr ca. 900 Einwohner und gehört zu dem Bezirk Krems-Land in Niederösterreich. Wir sind jetzt unterwegs in den wunderschönen alten Gassen, einfach herrlich. Wunderschöne Ausblicke immer wieder auf die Donau und eben auch auf die Burgruine. Ja, mittlerweile sind wir schon unterwegs zur Burgruine. Wir sind schon fast oben und von dort zweigt dann der Welterbesteig Richtung Krems ab. Hier nun wieder herrliche Ausblicke auf die Wachau. Wir sehen jetzt gerade die Donau ins Bild kommen. Nun hier der berühmte Blick von der Burgruine auf Dürnstein. Hier auf dieser Ruine wurde übrigens vom Dezember 1192 bis März 1193 Richard Löwenherz gefangen gehalten. So, die Burgruine haben wir nun hinter uns gelassen und befinden uns jetzt mittlerweile schon auf dem Welterbesteig Richtung Krems. Dies ist eine herrliche Landschaft, sehr trocken und im Sommer sehr heiß. Und es gibt auch unterwegs keine Einkehrmöglichkeiten, also genügend Getränke und etwas Jause mitnehmen. Hier sehen wir einen Wacholderstrauch. Und immer wieder diese herrliche Landschaft mit den vielen Weinbergen und den wunderschönen Gebäuden dazwischen. Einfach eine traumhafte Landschaft. Nun haben wir auch ein nettes Plätzchen gefunden zum Rasten. Wir sitzen jetzt auf einer netten Bank und blicken wieder auf die Donau. Im Hintergrund sehen wir Stift Göttweig und wieder der schöne Blick auf die Donau. Ja, wir sind jetzt nun mittlerweile schon fast 3 Stunden unterwegs, haben unser Ziel schon fast erreicht und sehen hier nun schon Krems im Blickfeld. Wir wandern nun jetzt noch in den schönen Gassen hinunter in den Ort, den schauen wir uns dann noch ein bisschen an und dann geht es wieder zurück zum Parkplatz und von dort die Heimreise wieder nach Salzburg.